Liebe Zuschauer, ich wende mich an diejenigen, die noch bei Verstand sind, auch noch in der Lage sind, selbst zu überlegen und nicht der Indoktrination der öffentlich-rechtlichen oder von gängigen anderen Medien folgen. Ja, Robert Schlick wird wahrscheinlich niemand von euch was sagen, nur den Insidern. Robert Schlick war bis vor kurzem im Stadtrat in Dresden, ja, und er ist bei der Fraktion der Grünen gewesen. In Dresden, ist jetzt aus beruflichen Gründen nach Hamburg. Er sagt also Folgendes, vielleicht sollte man Sachsen einfach kontrolliert abbrennen lassen. Und liebe Zuschauer, wenn ich so etwas höre, in Sachsen, in der sächsischen Schweiz wird im Augenblick gegen eine Feuersbrunst gekämpft, genauso wie in Tschechien. Ich hoffe, dass ihr es bald unter Kontrolle habt, aber ihr seid noch die Wehrhaften und die meisten da auch, was letztens euer Ministerpräsident Kretschmer gesagt hat, man sollte mal über Frieden reden beziehungsweise Waffenstillstand. Das ist ja nur wirklich eine Grundlage der Diskussion. Aber, liebe Freunde, ein Grüner, vielleicht sollte man Sachsen einfach kontrolliert abbrennen lassen. Seine Stadtratskollegin, die Susanne Krause, 39, sagte also letztens, hat Autofahrer betitelt mit die Blechschädel. Und wenn ich sowas höre, ja, ich kann da nur mit dem Kopf schütteln. Dieser Robert Schlick hat also von sich aufmerksam gemacht oder über sich aufmerksam gemacht. Im August 2021 hatte Schlick aus beruflichen Gründen den Dresdner Stadtrat verlassen, verließ die Stadt in Richtung Hamburg. Die Grünen-Fraktion schrieb dazu, man schätze ihn für seine stets besonnene ruhige Art. Mhm. Na gut, wenn das eine besondere Art der Grünen ist, aber wir erleben ja Annalena Baerbock im Ausland, Kriegstreiberei, kein Wort von Waffenstillstand oder gar Frieden. Was hat denn Schlick so sonst noch alles geschrieben? Denn im April 2022 schrieb er beim Kurznachrichtendienst Twitter, dass wir die Wirtschaft jetzt mal richtig gegen die Wand fahren, TUI und Co. absaufen lassen und was Neues ausprobieren. Stichwort Fuck Kapitalismus, Systemwechsel. Also Bubi, pass mal auf, in Bayern ist ja Depp kein Schimpfwort. Das ist ja gerichtlich verbrieft. Wir überlegen, wen wir zum Depp des Monats machen, aber Herr Schlick, Sie haben ganz große Chancen, da ganz vorne zu sein, die Wirtschaft absaufen zu lassen. Das heißt also hier sicherlich vom System partizipieren, aber das ist Machenschaft der Grünen. Sebastian Vettel ist ja da ein gutes Beispiel dafür. Jahrelang hier Millionen kassiert, wahrscheinlich 100 Millionen Vermögen auf dem Konto, lebt im Aargau, einen steuerbegünstigten Kanton in der Schweiz und jetzt macht er auf Weltverbesserer. Das sind die Grünen. Liebe Freunde, ich danke für die Unterstützung. Das ist schön, dass ihr daran teilnehmt. Bitte teilt dieses Video, abonniert unseren Kanal und wir machen weiter und wir klären auf. Ja, und Robert Schlick, Sie haben große Chancen, zum Depp des Monats gewählt zu werden. Danke, sagt der Peter Weber und das Team von Hallo Meinung.